Recht herzlich willkommen zur 137. Folge von Towns. Ja, letztes Mal sind noch vier Spinnen irgendwie von hier unten gekommen oder greifen an. Warte mal, Spiel steht noch, glaube ich. Ne? Genau. Aber das wird ja jetzt nicht das Handicap sein, dass wir da ein Problem mit haben. Hier oben haben wir noch Wände gezogen, die da gebaut werden. Hier sind wir schon höher. Und da hinten waren wir auch irgendwie am Bauen. Ne? Da ist ja auch so halb mittendrin. Schon fertig oder auch nicht. Hier ist sogar bald schon zu. Ja, sind wir richtig am Gang. Einmal kurz runter gucken. Da sind wir auch schon einige Etagen tief. Hier ist wohl das unterste. Ja, da haben wir auch was zum Abbauen angesagt. Hier geht es noch weiter. Da sind sogar ein paar Stellen, wo wir auch gesagt haben, dass die was abbauen sollen. Ah, guck mal hier. Da ist auch ein Held gerade unterwegs. Der läuft jetzt aber wieder zurück wohl. Da ist auch einer, der hat sich das da hinten angeguckt. Und der geht auch runter, oder? Und da können wir hier noch einen Durchgang machen. Macht Sinn, glaub, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber der läuft hier lang und nicht da. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, hier noch was zu graben. Okay, da hat er hier noch einen Eingang freigemacht. Oder war der auch schon? Weiß ich jetzt nicht. Ah, da oben ist jetzt gerade Party. Okay, der eine haut ab, aber der andere ist noch da. Und der muss aber auch weichen, oder wie sehe ich das? Und da ist schon der dritte Held. Und der macht jetzt den Direwolf, ja, Alpha Direwolf kaputt. Gut. Hat geklappt, ne? Ja. Da wird freigeschaufelt, da ist freigeschaufelt. Ja, hier oben wird wohl auch noch was sein, deswegen bauen wir hier glaube ich auch noch ab und da auch noch ab. Damit wir sehen, wie es da weitergeht. Ja. Hier in der Etage haben wir auch nicht mehr viel, ne? Da sind wir auch schon ziemlich mit Abarbeiten durch hier. Da haben wir ja Riesenflächen schon freigeschaufelt. Da müsste irgendwann der Bergsturz kommen, ne? Oder wie heißt das? Hier haben wir das schicke Wasser. Wie das da hinkommt, weiß ich nicht. Ich war es nicht, oder? Ne, ich glaube, das war ich nicht. Bin mal unschuldig. Ja. Gut. Naja, eine höher, dann passt es wieder, ne? Genau. So, wie sieht es denn überhaupt mit unseren Leuten hier so aus? 56 von 80. Zwei haben wir noch über. 22 kümmern sich schon ums Essen. Sind auch alle bekleidet. Hier könnten wir noch einen beisetzen bei den Bergmännern mal, ne, oder? Da haben wir nur noch zwei, dann machen wir da drei raus. Erntehelfer haben wir 19, Holzfäller haben wir 9, Träger haben wir 13. Dann kommt der noch zu den Trägern, denke ich mal, ne? Wie sieht's da aus? Die haben auch wohl alle was. Hier ist auch gut. Da ist auch gut. Ich glaube, es ist alles in Ordnung. 56, jetzt schon 59, wächst auch wieder. Das ist auch gut. Ja, und hier oben müssen wir schauen, dass wir dann noch weiterkommen. Ja, das ist die erste Etage, das ist schon die zweite und die ist komplett fertig, bis auf hier hinten halt. Und dann kann schon die dritte da drauf, in dem Sinne, dass das Dach gemacht wird. Achso, hier ist ein Eingang, ne, genau. Ja, komm, da können wir noch ein bisschen Wand bauen, oder? Vorbereitung für die nächste Decke. Ja, hier an den Türen müssen wir... Oh, jetzt habe ich irgendwo anders wahrscheinlich was hingemacht. Aber der Rechtsklick rettet mich ja, ne? So, da wollte ich, da wollte ich. Wenn wir da was hinbauen wollen. Ja, schade, ging nicht, weil nicht gedrückt. Komm, machen wir so. Bauen wir erstmal hier weiter. Na, komm schon. Bisschen weiter runterrutschen. Rücken.
So, und da haben wir es auch. Dann können wir da, wenn die Steine da sind, auch gucken, dass das überbaut wird dann. Ne? Türen sind ja noch nicht drin. Ja, die sind kräftig zugange. Hier ist noch einer tief. Und da auch noch. Haben wir gar keine dran gesetzt. Ist die Frage. Ja, die werden da hochkommen, ne? Es gibt ja noch Schränke, wo man hochklettern kann, ne? Bis die Decke drauf ist, geht das, ne? Ja, aber da haben wir erstmal genug ausgewählt. Da haben wir ja noch reichlich zu tun, wie man sieht. Ist der Schatten hier oder was ist das hier? Sieht so aus, jetzt als ob es umgekehrt wäre. Dieser sitzt und der andere nicht. Und da, ah, doch, es ist so, dass der sitzt. Ja, interessante Abbilder, ne? Gut, okay. Gehen wir runter. Der Händler war eigentlich weg, ne? Würde ich sagen, ne? Hier haben wir noch ein paar Vogelkäfige. Hier liegt noch Fleisch. Ja. Ist hier unten, doch, ist eine Tür, ist nur dunkel da an der Ecke. Hier sieht doch alles gut aus, oder? Wir haben 5 Helden und wir haben aber reichlich Zimmer, ne? Noch nicht mal 3, 6, 7, noch nicht mal die erste Etage, das Erdgeschoss wäre besetzt. Ja, genug. Genug können wir platzieren, wenn. Gut. Gucken wir mal in den Keller nochmal rein. Das war die letzte Etage. Also hier geht noch was. Da ist auch schon was ausgegraben, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hier geht auch noch was. Da liegt auch Knochen vor. Okay, der Gang wird da durchgehen. Okay, hier unten wird abgearbeitet und hier wird auch abgeräumt. Wo er den jetzt weggezogen hat, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall auch kaputt. Hier ist noch einer drin. Der Haken kräht auch schön, ne? Da ist noch ein Gang. Also Fläche ist noch da. Hier vor allem, ne? Da ist bestimmt noch was drin. So, müssen wir mal gucken, wo wir das hier alles... Warte mal, hier oben. Ah, das ist noch nicht gemacht und das ist auch noch nicht gemacht, okay. Interessant. Ist hier... Wo waren das mit den 2 Steinen, die ich da wollte, dass das durchgeht? Keine Ahnung wo, ne? Doch, da ist es. Ist auch noch nicht gemacht. Aber der läuft da jetzt vielleicht hin. Nee, doch nicht. Der holt hier den blauen Schleim weg. Na, nicht ganz. Da lag irgendwas. Gut. Warum blinkt das hier? Ach so, da ist noch einer drin. Alles klar. Aber warum der jetzt trotzdem blinkt, weiß ich auch nicht, was das für ein Symbol ist. Effekt, Defense. Kannst du nicht lesen. Aura. Okay. Eine Abwehraura haben die eingeschaltet. Sehr interessant. Jetzt kommt da einer, aber der hat da aus dem Gang was geholt. Der nächste kommt auch und räumt auf. Schafft der durch den Gang? Ja, der schafft durch den Gang und geht sogar weiter. Und holt eine Kugel. Ja, aufräumen tun sie gut, ne? Momentan. Da liegt noch ein Helm. Sneakerhead, okay. Ja. Keine Leute, doch hier unten ist ein Held unterwegs, aber der geht in den letzten Raum, wo sowieso schon nichts mehr ist, ne? Läuft bis zum Ende und merkt, geht nicht weiter. Tschüss. Alles klar, wieder zurück, ne? Hier, da muss er lang gehen, da ist noch was. Aber das kriegt er nicht mit. Okay, hier können wir dann auch, da ist ein Durchgang schon gemacht. Der ist auch schon auf einer anderen Seite angearbeitet, okay. Jo. Laufen, 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 ne? Wir sind hier viel am Laufen gerade. Hier könnte man natürlich sagen, komm, wir bauen das mal alle ab, dann haben wir einen größeren Durchgang, ne? Aber bringt das auch nichts, ne? Hier wird noch nicht abgebaut, nix. Gehen wir mal höher, wie sieht's eigentlich hier so aus? Gibt's hier Flächen, wo noch was drin ist? Oh ja, hier ist ja auf jeden Fall noch was drin, ne? Gucken wir mal runter.
Ja, da müsste man mal bohren irgendwo, ne? Ah, schon aus. Nochmal einschalten. Da fangen wir eine Bohrung an. Hier können wir auch eine Bohrung anfangen. Und hier, ja, hier geht ja auch, ne? Machen wir mal so. Und ich gehe davon aus, dass der eine da auch mit. Was ist es? Eisen ist, genau, oder Eisenerz. Ja. Hier können wir auch mal weitermachen. Hier wäre auch möglich, ne? Machen wir mal so. So, Stück für Stück überall ein bisschen. Dann müssen wir hier oben nochmal machen. Ich will auch nicht zu tief, ne? Wenn da einer was wegpickt von den ganz normalen und da sind welche hinter in der Kammer da, dann haben wir ein Problem, ne? Und wenn die nur den machen, vielleicht hauen sie schnell ab und es passiert nichts, ne? Weißer Zaun. Okay. Gut, noch eine Etage höher. Ja, hier ist das wahrscheinlich auch noch so, dass da irgendwo was sein kann, ne? Ist jetzt auch fraglich, müsste man auch durchforsten, ne? Hier sind natürlich auch gar keine Laternen oder sowas aufgestellt, ne? Haben wir denn schon mal. Warte mal, in der Etage ist ja Licht sowieso. Das ist ja schon mal Standard. Ja, auch nicht überall. Auf dieser Seite zum Beispiel nicht, ne? Hier haben wir's. So, Treppe ist hier und kein Licht, ne? Aber das haben wir schon durcharbeitet. Doch hier hinten haben wir schon angefangen. Mit Licht. Ich würde jetzt auch sagen, komm, baller das mal hier weg, ne? So, dann ist das hier auch schon verkehrt, ne? Oder wie sieht das aus? Ja, mach mal. Das sind jetzt nicht unsere Gänge gewesen, oder doch? Weil hier die Kerzen falsch aufgestellt wahrscheinlich, ja. Weil hier wäre es richtig, oder? Ja, hier ist was falsch gelaufen. Irgendwo haben wir dann einen Fehler im System gehabt. Entweder die Kerzen sind falsch oder aber der Vierecker. Vielleicht habe ich es auch umgeändert, habe gesagt, komm, wir machen es nach hier. Kann auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Steht das Spiel eigentlich oder läuft es noch? Nee, läuft noch. Ja, gut. Aber wir sind auch schon ziemlich am Ende der Folge. Hier oben nochmal reingeguckt. Ja, hier ist jetzt überall noch was zu machen. Die sind kräftig dabei. Ich weiß gar nicht. Hier sieht es ähnlich aus. Da ist schon die Decke gemacht. Türen. Doch, Türen sind auch dran. Ne? Über der Tür könnte man auch das zumachen. Machen wir gerade so hier. Und zapp. Das Zimmer kann schon komplett zu, ne? Da geht noch nicht alles. Ja, da müssen wir hier erstmal zumachen, vielleicht. So. Und so. Diese beiden können auch gemacht werden. Hier fehlt es auch noch, oder? Ne, die sind beide schon drauf. Ich muss nur weggehen, dann passt's. Genau. Jo, dann ist da auch schon weiter. Gut, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.